So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht es auch richtig. Ja, der weiße Ninjago, der 10. Weiß ich gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich finde den eigentlich nicht cool. Ihr wisst es über die Jahre, es gab mal ein paar coole Scenes, die hatten wunderbaren geilen Druck. Wollen wir ehrlich sein. Das ist ja aus diesem neueren Magazin, das Lego Ninjago Magazin 110. So. Aber der Szenen, der gefällt mir nicht so. Ich gebe es offen zu. Ein-, zweimal kann man haben, aber der Kopf, der ist einfach nur mega. Dieses Grünliche mit den gelben Augen passt perfekt. Kann ich mir vorstellen bei anderen Figuren. Deswegen. So, meine Bekannten haben mir nochmal welche mitgebracht. Was heißt, ich habe sie schon länger hier liegen. Da ich aber nicht raus kann und hier Platz brauche, habe ich mir gedacht, öffne ich 10-mal das Lego Ninjago Magazin 110. Passt. 10-mal öffnen, 110. Und 10-mal den 10 habe ich dann wieder. Muss mal eben gucken, ob der hier rumsteht. Wartet mal, sonst hätte ich nämlich wieder wunderbar passen können. Ja, das ist dieser hier. Müsste der sein. Ja, das ist er. Und seht ihr den silbernen Kopf? Mit diesem grünen Blauen, wenn der jetzt einen anderen Helm auf hat, mega cool. Sonst die Waffen, ihr wisst, kann man sehr gut woanders gebrauchen, sind Gold. Aber nichtsdestotrotz packe ich sie jetzt aus. Und das Wichtigste ist, ich kann wieder Booster-Videos von der brandneuen und aktuellen Serie machen. 10 Booster der Serie 9. Passt natürlich wunderbar. Limitierte Karten nehme ich immer wieder gerne mit, wenn sie heile bleiben. Erste ist heile geblieben, obwohl das ja so aussieht, als wenn der Druck schräg drauf ist. Aber kommen wir jetzt. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur, weil ich Platz brauche. Ich komme an wirklich Neues dran. Das müssen wir jetzt Familie, Kollegen vorbeibringen. Ich gucke immer so, was da ist. Auch so Lego-Sets kaufen. Ich habe da ein paar im Auge, die will ich aber selbst kaufen, das ist einfach so. Deswegen habe ich jetzt Zeit, ein paar Tage, um hier in meine Kisten rumzuwühlen. Und deswegen kommen jetzt die nächsten paar Tage solche Videos eben zustande mit sehr viele Wundertüten, mit anderen Sachen, mit Magazine, die ich hier noch habe, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, weil ich die schon immer anboxen wollte und dann immer wieder was Neues zugekommen ist. Ah. Das ist aber jetzt hier peinlich. Aber ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare dazu, wie ich zurzeit oder dass ich zurzeit solche Videos mache. Vielleicht gefällt euch das ja trotzdem. Könnt einen Daumen hoch da lassen bei jedem Video. Ihr wisst, das bestärkt mich immer wieder aufs Neue, solche Videos zu machen. Es ist einfach so. Ich schneide jetzt immer ab, geht dann schneller. Aber auch hier zählt natürlich. Ich verlinke euch irgendwas von Lego Ninjago unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ich kriege einen kleinen Obolus dafür ab. Kann dadurch weitere solche Filme machen. Schwachsinnige Videos. Immer wieder bekannte Fragen nach ein paar Wochen. Die sollen mir was mitbringen, wenn sie was gesehen haben. Und dann kann ich mir solche schwachsinnigen Videos leisten. Also wie gesagt, ich bekomme immer einen kleinen Obolus, wenn ihr den Link benutzt. Ihr müsst nicht das kaufen, was ich euch verlinke, aber wäre immer nett, irgendwas zu kaufen. Danke dafür. Und einen Daumen hoch sowieso. Das wisst ihr. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu sehen. In diese Form. Ich bin echt gespannt, Hauptsache euch gefällt, so wie der ist. Der ein oder andere wird bestimmt auch ein oder vielleicht mehrere Magazine davon haben. Kann ich von ausgehen. Aber er ist nicht mein Typ. Das war er noch nie. Stammzuschauer wissen das. Er kam auch mal, ich glaube, letzten Jahre
zwei- oder dreimal nur in einen perfekten Druck. Der Taucher zum Beispiel, der super. Da finde ich den Zehn richtig gut. Warum? Komplett weiß, alles schön in weiß. Dann das U-Boot, der ein oder andere hat es ja, weiße Sitze reinmachen und dann passen dann genau 12 Figuren von 10 rein, alles in weiß. Das sieht einfach nur mega cool aus. Das weiße U-Boot, der weiße Zehn da drin mit der Taucher-Outfit, mega cool. Ist so. So. Und was ich vielleicht morgen mache, wenn ihr Lust zu habt, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Mal wieder Booster der neuen Serie aufmachen, weil ich habe ja jetzt wieder einige. Von letztem Mal sind ja auch so viele noch immer geblieben. Schreibt es mir in die Kommentare und ihr wisst ja, habt ihr keine Lust zum Schreiben, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es so um die 25% sind, die sich das Video angucken, dann mache ich Booster auf. Aber, mir ist gerade eingefallen, morgen nicht. Morgen ist Donnerstag. Ja, das erste Mal, dass ich morgen mein Magazin geliefert kriege. Morgen ist Davos-Tag. Also dann sehe ich übermorgen dann die Booster-Geschichte aufmachen. Aber nichtsdestotrotz ist das 10. und letzte Lego Ninjago Magazin Nummer 110 mit 10. Ja, ist falsch ausgesprochen jetzt. Limitierte Karte kaputt. 9 Stück sind heile geblieben. 10 Minifiguren, 10 Booster. Und wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn 25%, die sich das Video angeguckt haben, Daumen hoch da sind, werde ich ein Booster-Video am Freitag machen. Ich verlinke euch was. Benutzt den Link, kriege ich einen kleinen Obolus ab. Danke dafür. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.